Okay, finden wir den Kuhn. Oh, einen Moment. So, jetzt. Jetzt können wir den Kuhn finden. Wo sind die anderen? Egal, wir haben keine Zeit. Schnappen wir uns diesen fetten Scheißhaufen. Okay, eins, zwei, drei. Oh, ist das vielleicht eine Falle von Kuhn und Friends? Oh mein Gott, seht mal. Sieh an, die Freedom Pals und ihr neuester Rekrut. Was hast du mit Wunderarschs Eltern gemacht, Fettarsch? Noch nichts, aber wenn ich erstmal mit euch fertig bin, wer weiß was dann. Du treibst es so weit, wir machen dem ein Ende. Das Einzige, so. Das hier ein Ende findet, bist du, Miss Tyrion. Wir wollen nicht kämpfen, Cartman. Jetzt nimm deine blöde Hand runter und lass die Spielchen. Wir müssen ihn aufhalten. Er hat die ganzen Follower vom Neuen. Auch mit ihrer Hilfe hältst du mich nicht auf, Kuhn. Das werden wir ja sehen, Wichser. Okay, Cartman. Sollen wir mit Connor für dich umlegen? Wir machen das Arschloch kalt. Mitch Connor. Jetzt bin ich doch mal gespannt. Wir können Mitch Connor aufhalten, Jungs, aber trefft nicht mich. Was zum... Wie soll das denn gehen? Ja. Einer je Kampf, okay. Ah, den könnte ich aber noch nicht mal einsetzen. Ist doch scheiße. Ja, einen Moment. Kein Problem, lass dir einfach Zeit. Nee. Schade. Sorry, dass deine Eltern entführt wurden. Als Entführungsopfer kann ich das total verstehen. Los! Ja! Au, wie loyal deine ehemaligen Kameraden dir gegenüber sind. Du bist doch arschig zu ihnen. Fechtsturm hat au, Mitch Connor einen Vorteil. Ist da drüben. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Wow. Das Blut deiner Freunde klebt an deinen Händen, Kuhn. Ich glaube, ich bin jetzt nochmal dran. Ach du Scheiße, darf er das? Hab ich gerade. Da! Wie ma. Eine Zeitanomalie. Wer das? Tja. Sturm zieht auf! Oh, das war ich, kein Friendly Fire! Mitch Connor, ich bin mal gespannt, wie sie das noch auflösen. Gedacht, stellst du mir? Sogar der Neue lässt dich im Stich, Kuhn. Armer Kuhn, du scheinst alles abzubekommen. Ja, weil die anderen nicht zielen können. Zielsysteme online! Hier rüber! Danke. Verdammt, ich hab Arschlots Eltern nicht entführt. Das kauf ich dir nicht ab! Endlich! Sehr schön, Ultimate ist bereit. Brennen gibt's dazu. Du dreckiger Bescheißer! Das verursacht super Ekel. Ah, könnte es sein, dass Kuhn die Wahrheit sagt? Glaube ich nicht. Wonder Tweak! Deine Kuhn-Freunde wirken irgendwie nicht mehr so freundlich. Halt's Maul. Ach, sowas Lames zählt nicht. Wie hat... Ah, dieser Wichser. Ah, verdammt. Oh Mann, so langsam dreh ich echt durch. Au! Oh, Hundearsch! Saftsack, Neuer, ich schwöre, ich bin hier nur die unschuldige Geisel. Natürlich. Scheiß Sattmann!
Hör auf, sonst breche ich dir die Scheißhand! Nicht, wenn ich vorher deinen Willen breche, Mysterion. Dein muskelbepackter Körper ist der perfekte Schutzschild, Goon. Ich bin für meine Superstärke bekannt, Hexer. Muskelbepackt, ja klar. Fett Arsch. Du tust dir nur selber weh. Supermag wird gestartet. Supertornado, Warnung. Mensch benutzt mich als menschlichen Schutzschild. Ach. Genau wie du. Warum greifst du mich an? Nicht dich selber schlagen. Jetzt wirst du zerfetzt. Oh, der Kampf ist echt hart. Sehr Brocken, oder? Fick dich, Cartman! Und du brennst jetzt. Oh, und du frierst. Ach, komm schon. Beeilung. Jetzt kann ich die Ultimate schon wieder nicht einsetzen. Au, hallo, ich bin auf deiner Seite. Halt's Maul, Cartman. Zeit für die Zupperparty! Hier nicht dazu. Fick dich, Cartman! Oh, nein, nein, nein! Gleich kriegt ihr Tollwut. Zug gelöscht. Wer will die ultimative Aktion von einem coolen Typen sehen? Ja! Ich hab genau das Richtige! Ein bisschen Heilung kann ja nicht schaden. Hier, Heilung! So, jetzt aber. Ultimate aktiv. Bleib locker, Arschlord. Ich will auch deine Eltern finden. Wow, Leute, ihr habt Mitch Connor besiegt. Schwere Hand der Täuschung. Lascha-Spitze-Rezept. Oh. Wo sind Wunderarschs Eltern? Das erfahrt ihr nie, nie. Nein, Connor. Scheiße, er ist weg. Kommt, schaffen wir das fette Stück Scheiße zur Basis. Wen meinst du, Jungenkeit? Cartman wird nur auspacken, wenn wir ihn foltern. Manchmal ist Folter die einzige Lösung. Ihr wollt mich foltern? Warum? Alle Mann zur Freedom Pass Basis. Den Wichser quetschen wir aus. Was labert ihr? Ich bin's. Der Kuhn. Was? Tja. Moment. Artefakte. Die Frage, welches ist es? Oh. So, habe ich noch irgendwas? Was habe ich denn noch offen an theoretischen Quests? Bleibt ja nicht mehr besonders viel. Die Yao-Bilder, dann Bigger L, den Katzen. Und dann jetzt hier eben die Freedom Pals. Was habe ich hier sonst noch für Aufgaben? Sammle Kostüme, unterschiedliche Toiletten. Ja, das muss ich irgendwie... Das Problem ist, ich weiß nicht mehr, welche Toiletten ich jetzt schon verwendet habe und welche nicht. Besiege 10 Penner. Löse 30 Rätsel. Finde die Member Berries.
gehe mal davon aus, dass wir auch noch mal nach Kanada müssen. Dementsprechend. Ah, ich habe den Ninja doch noch besiegt. Oh, zusammen mit den Sechsklässlern? Mittlerweile sind es gemischte Teams. Ninja Kung Fu Zeug und Sechsklässlern aufnehmen. Hä, was zum? So fange ich denn direkt an zu brennen? What the for? Super Ninja, Rumpop Junbi. Au! Super Ninja Kungyak. Jetzt pass mal auf, Shitty Ninjas. Lass dich da von deinem Freund massieren. Ein Sturm zieht auf. Blitzzeit. Tada, ich hab es blitzen lassen. Dich mach ich fertig, Pussy. Mikroaggression. Schlag ihn. Nicht gucken, ihr Schwachteln! Ach. Oh. Ich kenne ein paar Ninja-Moves, schaut her! Rar. Du bist voll am Ende. Gar nichts. Dafür bist du mir echt was schuldig! Hier kommt Mysterio! Ninja-Speed fails me! So, der Weiße wird jetzt wahrscheinlich versuchen, einen weiteren. Ja. Zack. Was? Eine Zeitanomalie. Tupperdose hält alles frisch. Neutralisiere! My body is strong. Oh, shit. Ja, zum Glück kann Mysterion immer wieder kommen. Vierklässler versohlen, geile Sache! Perlausfall registriert. Children, fighting! Wie auch immer. Ah. Ich mische jetzt auf. Nimm das! Die Freedom Pearls werden siegen! Na, ah, shit. Du kleiner, schneller Bastard! Du selbst bist der Gegner. Für Viertklässler seid ihr echt zähe Brocken. Diese Schurken sind bereit für den Tupper Mac Mark 3. Ah, nein, nein, das machen wir noch nicht. Schön aus den Hüftmotoren raus. Boah, das ist so widerlich. Oh. Geschafft! Was jetzt? Also die Kämpfe werden schon schwieriger, finde ich zumindest. Aber dennoch, es ist noch kein Problem. Ach, noch mehr Krebsmenschen. Ich dachte, ihr habt unbegrenztes Volumen in D-Chat! Wir und die komischen Krebse machen euch platt, Viertklässler! Sollte dich bremsen.
Haha. Kein Angriff von dir. Ich mach dich platt. Mikroaggression. Schlag ihn. Zack, voll auf die Fresse. Voll machen. Sie will schrecken. Die Menschen schrecken. Der ist tot. Wer fällt mich jetzt ein? Uff. Er wollte mir eine ganze Erhöhung geben. Hier kommt dein Tod. Keine Gnade. Aggressor neutralisiert. Ich lasse es jetzt krachen. Nicht mit mir, Freundchen. Nein. Ja, Tweak, du bist mal wieder dran. Hier blitz ich einen! Ihr mit euren verfluchten Menschentricks! Ich helfe euch Krebsen, diese Penner zu versklaven, wenn ihr mir Titten zeigt! Ja. Die Krebse und die Menschenkinder sind sich einig! Die Menschenkinder müssen sterben! Nein, nur die Viertklässler müssen sterben! Ich erkläre die Beschwerde für erledigt! Wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich's werden. Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. Jetzt bin ich dran. Feind am Boden. Lebenschance beträgt 90,6%. So viel Druck! Wir wollen Eis! Nicht auf die Verkäuferkrebse! Ich bin gekühlt! Fang frisch quasi! Fang frisch, richtig. Los geht's! Ah, weißt du was? Den Krebs jagen wir nochmal in die Luft. Vakuum-Versiegelt. Komm, zerschnappt. So. Geht doch. Neuer, du musst uns helfen, den Kuhn in der Basis der Freedom Pals zu foltern. Ja, bin ich doch gerade dabei. Ich bin der Schnellste in der Stadt. Fantastisch. Bis dann. Okay, ich hätte auch einfach links zur Schule gehen können, fällt mir gerade ein. Verdammt. So, Freedom Pals. Dann wollen wir Cartman doch mal ein bisschen foltern. Was ist los mit euch? Ich bin nicht der Feind. Du wirst reden, Cartman. Du musst Cartman zum Reden bringen. Was? Was willst du damit machen? Ihr verschwendet eure Zeit. Folter bringt nichts beim Kuhn, erinnert ihr euch? Ich soll dir also beim Essen zuschauen? Ich hab keine Angst. Tintenfisch, ich mag ja Lachs lieber. Seht ihr? Macht mir gar nicht. Leute, könnten wir zum Ende kommen? Ach, scheiße. Nein, kein Problem. Ich pfeife mir diese Fürze rein. Njam, njam, njam. Ah, ein bisschen Spargel hinterher. Spargel? Das wird ganz schön übel riechen.
Nein, macht mir gar nichts aus. Noch ein. Oh Mann, das war's dann wohl, hä? Kommt jemand an den Knoten ran? Oh, da hat er jetzt drauf gekotzt. Ja, komm, Brokkoli. Oh nein, dieser vollgekotzte Brokkoli ist sicher nicht mehr Bio. Das ist echt ekelhaft, Leute. Ihr könnt gleich aufgeben. Die sind... Wartet, Leute. Oh Gott, oh, die Katzen. Was für Katzen? Ja, genau. Connor, die Fürze haben was bei mir gezündet. Er will die Katzen irgendwie stärker machen. Was? Ja, genau. Er will die Katzen irgendwie genetisch verändern. Das Genlabor. Dr. Mephisto. Ja, das muss es sein. Unser großer Plan ist in Gefahr, Mysterion. Wir müssen nur mit Connor fertig werden. Wir schaffen das schon. Timmy hatte ich noch nicht, stimmt. Wir sehen uns online. Oh mein Gott, Mysterion ist kein... Schön. Super Craig, Tweak... Hatte ich auch noch nicht. Hatte ich Wendy denn schon? Call Girl, nee. Cool. Ich glaube, das mit den Krebsen ist noch nicht vorbei. Klar, wir sind doch ein gutes Team. Nice. Ich hatte noch keins mit Jimmy? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Geht viral in den sozialen Medien. Oh klar, du willst jetzt was in den sozialen Medien posten. Gut. Ah, okay. Mit Kyle hatten wir schon eins. Hatte ich schon eins mit Professor Chaos? Nein. Yippie! Aber mit Mosquito. Auch nicht. Mach ein paar Filter drauf, da sehen wir cooler aus. Natürlich. So, Super Craig. Okay. Ah, okay, Super Craig hatten wir schon. Tweet. Okay, ich habe aber gehört, von zu vielen Selfies wird man blind. Ja, klar. Okay, Tweet hatten wir auch schon. Dann gehen wir doch mal zu Mephisto. Im Moment, muss ich jetzt immer noch mehr Influencer finden oder hat sich das jetzt? Kostüme, besiege. Ja, nee, da. Verdammt. Wohin des Wegs? Wohin wohl? Zu Dr. Mephisto. Fist. Bis denne. Ups, das ist eine Sackgasse. Oh, jemand hat's aufgebrochen. Ah ne, gar nicht wahr. Das ist das Tor. Okay, Wunderarsch ist da. Los, Wunderarsch! Kann ich euch helfen? Ja, hi, wir haben die Führung gebucht. Ah ja, die Nachttour, oder? Ja, wir sind ein bisschen früh. Tja, aus Sicherheitsgründen werden Führungen nur von 10 bis 12 Uhr nachts angeboten. Damit das Ganze gruseliger wird? Das Warten lohnt sich jedenfalls. Bis heute Abend. Scheiße, und was machen wir jetzt? Wir müssen wohl warten. Und dürfen nicht zulassen, dass irgendwer durch dieses Tor geht. Ja, wir sollten ja einfach bis 10 warten. Und wie lange ist das noch? Ungefähr 6 Stunden. Okay, 6 Stunden, dann kann's losgehen. Ernsthaft jetzt? Wie lang noch? Immer noch, etwa 6 Stunden. Okay, cool. Gibt's
keinen alternativen Plan? Also in 6 Stunden. Klar, Biscard. Hat irgendwer Snacks oder so dabei? Ja, daran hätten wir denken sollen. Oh Mann, und wie lange jetzt noch? Etwa 6 Stunden, immer noch. Oh, fuck! Du hast noch nicht das volle Potenzial deines Zeitreisearschs ausgeschöpft. Wenn du deine Fürze verstärkst, könntest du vielleicht die Zeit beschleunigen. Oh. Siehst du den Lüfter da drüben? Direkt hinter dir, da beim Tor. Ja. Links. Kaum zu übersehen. Wenn du in den Lüfter forzt, wird die Oszillation das Gas durch das Expansionsventil leiten, sodass es sich in der Kondensatorspirale mit dem unter Druck stehenden Kühlmittel verbindet. So fick. Denk nicht drüber nach, ist egal. Furz einfach in den Lüfter. Los, ich schalte ihn für dich an. Lass einfahren. Heilige Scheiße! Was ist denn jetzt passiert? Uah, hier stinkt's nach Gammelfleisch. Ist wohl Nacht, Leute. Sind alle da? Hi, wir wollen die Führung machen. Ah ja, kommt rein. Das wirkt vor allem der Gesichtsausdruck von allen erstmal. What the fuck, was passiert? Junge Menschen, die sich für Gentechnik interessieren. Wunderbar, kommt rein! Oh, hallo. Oh, noch mehr? Hallo, Sir! Ihr seid ein ganzer Haufen. Timmy! Gut, es freut mich sehr, dass ihr Racker euch für Gentechnik interessiert. Die Genetik begann mit einer einfachen Frage. Kann man einen Affen mit 4 Ärschen statt nur einem machen? Ah, ja. Die Antwort ist ja. Jetzt können wir Schweinen, Pferden und allem, was ihr euch vorstellen könnt, mehr Ärsche verpassen. Ja, mein Junge. Und was bringt das? Oh, du bist ein Zyniker, hä? Huh? Ich führe euch einfach durchs Labor, dann seht ihr es selbst. Kommt schon, wir wollen doch nicht die Fütterung des 4-ärschigen Gorillas verpassen. Faszinierend. Okay, ich hatte das ganze Ding hier ausgefüllt? Noch ein bisschen anders in Erinnerung, ehrlich gesagt. Oh, guck mal, Jurassic Park. Etwas klein für unser Testobjekt Freiwilligenprogramm. Aber das Pferd, oh, das arme Pferd. Naja, was soll's. Ist das ein Pinguin mit 4 Ärschen? Eieieiei. So eine Giraffe. Bitte nehmt Platz. Hat einer von euch mal Half-Life gezockt? Okay, los geht's. Stimmt, ein bisschen. Das hier ist unser Gewächshaus. Genmanipulation kann helfen, größere Tomaten, Zwiebeln und Gurken anzubauen. Früchte und Gemüse mit mehr Ärschen bedeuten mehr Nahrung für alle Menschen auf der Welt. Und wozu soll das gut sein? Ha, ihr Bibelfreaks seid alle gleich. Spielt nicht Gott, sonst krass. Okay, weiter ins zweite Stockwerk. Ein weiterer Vorteil ist natürlich die Möglichkeit, Tiere zu kreuzen. Wie diese Eselaffen, Hasenfische, Eichhörnchenaffen und mehr. Und sobald wir ihnen zusätzliche Ärsche verpasst haben, bringen wir die Wissenschaft voran. Inwiefern soll das bitte der Wissenschaft dienen? Wie heißt du, mein Junge? Super Craig. Tja, Super Craig. Wenn wir wissen, wie wir Tiere verändern können, lässt sich das hoffentlich auf den Menschen übertragen. Meinst du, mehr Ärsche wären unmöglich? Es ist möglich. Ja, aber was bringt das? Weißt du, Genmanipulation geht nicht nur bei Tieren und Gemüse. Wir arbeiten daran, auch Menschen zu helfen. Hier seht ihr diverse Genmutationen meines toten Sohns. Die meisten Leute erinnern sich inzwischen nicht mehr an meinen kleinen Terrence. Ah, jetzt muss ich sagen,
Ich habe mich immer gefragt, wo er hin ist. Terrence kam ums Leben, als ein paar Kinder mit einem Relikt gespielt haben, das Barbara Streisand gehört hat. Oh shit, ich glaube, das waren wir. Also, machen Sie das alles hier, um Ihren toten Sohn wieder zu beleben? Zurückholen? Natürlich nicht. Ich versuche, seiner Leiche mehr Asche zu verpassen, damit er endlich in Frieden ruhen kann. Und jetzt geht's weiter in den vierten Stock. Oh, fuck. Tja, was im vierten Stock? Im Dachgeschoss und somit am Ende der Führung. Was ist das? Die? Ein fürchterlicher Fehler der Wissenschaft. Unser Gunner hat uns gebeten, einige der örtlichen Sechstklässler genetisch zu verändern, um sie stärker und verrückter zu machen. Oh nein. Okay. Wieso zum Geier macht man sowas? Was meinst du? Wieso zum Geier züchten sie ja genmutierte Sechstklässler? Beruhige dich, Super Craig. Wie glaubst du, finanzieren wir das alles hier? Wir haben Spender. Unser Gunner hat uns gebeten, diese Armee aus mutierten Sechstklässlern zu schaffen, um seine Arschkatzen zu schützen. Was für modifizierte Katzen? Ah, gleich da drüben. Ein Wohltäter namens Mr. Connor hat eine beträchtliche Summe Geld gespendet, um Streunerkatzen mehr Asche zu verpassen. In puncto Arschausstattung ist unser Unternehmen weltweit führend. Das Problem ist nur, dass Katzen sehr aggressiv werden, wenn man ihnen mehr Asche verpasst. Sie sind dann äußerst tödlich. Und wieso lassen Sie dann Kinder hier rauf? Hey, kein Grund zur Sorge. Wir haben hier ein sehr ausgefeiltes Sicherheitssystem. Und das jetzt ausfallen wird. Ach, es ist... Das ist ja noch nie passiert. Natürlich. Mist, das Sicherheitssystem wurde abgeschaltet. Sekunde, was? Hallo, Freedom Pals. Was soll das, Fettarsch? Ihr habt meinen kleinen Plan also durchschaut, Freedom Pals? Glaubt ihr, ihr könnt mich aufhalten? Oh, hier ist jemand, der gerne Hallo sagen würde, Neuer. Los, sag mal. Jungs, ich bin's. Cocoon. Jetzt lass den Scheiß. Leute, lasst euch nicht auf den Hurensohn ein. Hilf ein. Wir haben genug gehört, Kuhn. Du bist echt lästig, Wunderarsch. Aber mit Mitch Connor legt man sich nicht an. Scheiße, wo steckst du? Mr. Connor. Wenn Sie das Sicherheitssystem abschalten, werden alle in diesem Labor sterben. Was? Sorry, Doc. Manchmal muss man für das Wohl der Allgemeinheit eben Opfer bringen. Adieu, Freedom Towns. Oh Mann. Gleich okay, beginnen wir den Rest deines Lebens. Tut mir leid, Kinder, aber wir werden wohl alle hier sterben. Scheiße, du bist verwundbar! Katze auf Angriffsvektor! Ja. Tweak ist theoretisch dran. Ich sage extra theoretisch, es kommt ja gerade nichts. Klasse. Also das Spiel hat echt noch Bugs. Verdammt. Okay. Dann unterbreche ich das an dieser Stelle hier und wir sehen uns gleich wieder. Bitte nehmt Platz. Hat einer von euch mal Half-Life? Kampfmodus aktiviert! Tut mir leid, Kinder, aber wir werden wohl alle hier sterben. Okay, wir sind wieder zurück im Kampf. Vorsicht vor den Krallen und den Arschen! So, mal schauen. Es funktioniert immer noch nicht. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? So ein Messer habt ihr noch nie. Ah, jetzt. Sehr schön. Ah, oh, Glück gehabt. Bleib cool! Das sollte nicht bremsen!